tauche ein auf unserem Italien-Roadtrip-Abenteuer in die faszinierende Welt des größten aktiven Vulkans Europas, dem Ätna, und genieße den Traumort Taormina auf Sizilien. Wir sind Sandra und Dirk von den unendlichen Weiten und diese Folge unseres Italien-Roadtrips wird dein Fernweh auf das nächste Level heben. Unendliche Weiten zum Entspannen, Informieren und Mitreisen. Dort ist er, der Ätna. Und dort fahren wir jetzt nach dem Supercharger hin. Einen schönen guten Morgen von uns beiden. Morgen. Morgen ist gut, wir haben schon wieder 11:30 durch. Fahren jetzt hier wieder in Catania zum Supercharger. Wir haben immer noch 56%, aber laden nochmal auf 90 hoch. Und dann geht's hoch zum Ätna. Super heiß, 36 Grad. Und irgendwo da muss der Ätna sein und da fahren wir gleich hoch. Wir hatten jetzt zwei super schöne Tage unten in Südsizilien mit unseren Freunden. Waren dort in dem Häuschen, haben gestern einen super schönen Strandtag gehabt und Noto, der Ort gestern, ein Traum an italienischem Dörfchen, nicht Dörfchen, sehr alte Stadt. Wunderschön, wunderschöne, riesige Gebäude, historisch, barocke Gebäude. Mega klasse. Schaut euch das an, Video hier vor. Ein Hammer. Ja, jetzt geht's tatsächlich wieder gen Norden. Sprich, wir haben die tiefste Stelle unseres Roadtrips hier erreicht. Jetzt geht's wieder hoch. Heute ist, wie gesagt, Ätna und dann Taormina oder so ähnlich. Ein wunderschöner Ort soll das sein. Da wollen wir heute übernachten. Immer noch auf Sizilien. Das steht für heute auf dem Programm. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Möppel. Heute vor 3 Jahren haben wir dich abgeholt. Wir werden das nie vergessen. Aber jetzt werde ich mal euch zeigen, wie schön Möppel klingt im Moment mit den kaputten Gelenkstangen. Und jetzt geht's weiter. Und zwar schnurstracks hoch zum Ätna. Bei 39 Grad fangen wir an, Richtung Ätna zu fahren. Der wunderbar für uns, wahrscheinlich tut das immer, aber wunderbar qualmt. Und wenn wir Glück haben, grummelt der auch, dass man das wirklich richtig hören kann, die Aktivität, die er da jetzt hat, die kleine. 40 Grad erreicht, hatten wir in diesem Urlaub noch nicht. Schön er da oben vor sich hin pufft. Gucken, wie nahe wir heute dran kommen. 39 Grad haben wir, gerade hatten wir 40 Grad erreicht. Da ist er. Da wollen wir jetzt hin. Und extra für uns raucht er. Ich glaube, der raucht immer. Aber das ist ja das Tolle an diesem sehr aktiven Vulkan. Das da oben, das sind keine Wolken, das ist Vulkanrauch. Hier kann man noch schön sehen, wie die vor kurzem noch Lava runtergeflossen ist. Und hier hört das dann auf. Und in dem Bereich ist von auszugehen, dass hier schon lange keine Lava mehr war. So, wir dachten, hier wäre Schluss, aber man kann wohl noch weiter hochfahren. Und dann machen wir das natürlich. Station der Ätna Süd 1, Nord 41. So, wir erreichen jetzt Lavagrund. Erkaltete Lava, zugegebenermaßen.
Wir befinden uns hier 1900 Meter hoch am Silvestri-Krater am Ätna, der durch den Ausbruch von 1892 entstanden ist. Der Ätna selbst zählt 120 Krater, darunter 4 Hauptkrater. Er ist Europas aktivster Vulkan und prägt Sizilien durch seine Lavalandschaften und nährstoffreiche Asche. Er ist ein Symbol für Schöpfung und Zerstörung. Er fasziniert die Menschheit bereits seit Jahrtausenden. So, der spontane Änderungsplan sieht vor, dass wir jetzt eine Quad-Tour selber machen. Eine Quad-Tour hoch auf den Vulkan. So, jetzt geht's zur Quad-Tour. Das wird mega klasse, hoffe ich. Los geht's! Generierst du Geldwerte, wenn du deine Unterkünfte oder Reisen buchst oder wenn du in Restaurants, Supermärkten, Geschäften oder dem Internet bezahlst? Ich möchte dir verraten, wie du dies ohne jegliche Mehraufwände tun kannst. Es ist etwas, das ich schon seit Jahren mache und das mir schon unglaublich viel gebracht hat. Wer mich kennt, weiß, ich würde es dir nicht empfehlen, wenn ich es nicht wirklich selbst nutzen würde und davon total überzeugt wäre. Ich erkläre dir, warum wir uns die American Express Gold Card zugelegt haben. Unser Ziel ist es nämlich, mit den dort gesammelten Punkten demnächst kostenlos die Flüge in der Business Class nach Australien zu realisieren. Natürlich gibt es unzählige andere Möglichkeiten, die Punkte in Sachwerte umzuwandeln. Hierzu bezahlen wir alles, was American Express akzeptiert, mit dieser Karte. Wir haben 4 Wege, wie wir dies realisieren. Erstens, alles mittels PayPal gekaufte läuft automatisch über diese Karte. Zweitens, die Karte ist bei uns an erster Stelle in Apple Pay konfiguriert. Analog geht das natürlich auch mit Google Pay. Drittens, meine Frau nutzt die kostenlose Zweitkarte ebenfalls so oft wie möglich. Viertens, jede Zahlung unterwegs versuchen wir immer zuerst mit dieser Karte zu begleichen. Dies klappt bereits zu 90%, zu 100% in Supermärkten. Das Beste, wie ich finde, ist der Turbo. Hier zahlt man 15 Euro im Jahr und bekommt statt 1 Punkt 1,5 Punkte gutgeschrieben. Beschleunigt also das Sammeln noch einmal ganz enorm. Aber jetzt kommt der absolute Hammer. Wenn du die Karte bis zum 18.03.2024 über unseren Link in der Videobeschreibung ganz oben dargestellt beantragst, bekommst du einen Bonus in Höhe von 40.000 Punkten gutgeschrieben. Du kannst diese Punkte sammeln oder migrierst sie nach Payback und generierst damit einen realen Geldwert in Höhe von 200 Euro. Die Karte kostet 12 Euro pro Monat. Hier darf man neben den vielen Punkten die wirklich guten und nützlichen Versicherungsleistungen nicht außer Acht lassen. Dies ist kein Werbegag. Das ist eine echte Möglichkeit, dein Geld für dich ohne Aufwand deinerseits arbeiten zu lassen und dabei noch großartige Prämien zu kassieren. Ich hasse Punkte sammeln. Ich bin aber extrem froh, mich in diesem Fall vor Jahren überredet haben zu lassen. Schau dir den Link in unserer Videobeschreibung ganz oben an. Überzeuge dich selbst. Ich verspreche dir, du wirst mir für diesen Tipp dankbar sein. Auf unserer ausgedehnten Quad-Tour durchqueren wir die faszinierenden Landschaften des Ätnas, nahe an seiner brodelnden Macht, doch sicher unterhalb des Hauptkraters. Die vulkanische Aktivität verhindert heute einen direkten Zugang zum Kraterrand. Es ist schlichtweg verboten, in seine Nähe zu gehen. Stattdessen entdecken wir atemberaubendes Kratergelände, durchzogen von erkalteten Lavaströmen und Aschefeldern. Ein unvergessliches Erlebnis, das die Urgewalt und Schönheit des Ätnas eindrucksvoll vor Augen führt. Auf unserer Quad-Tour am Ätna mussten wir die riskantesten Passagen unverfilmt lassen, da die Gefahr bestand, dass unsere Kamera durch die Luft geschleudert würde. Trotzdem meisterten wir das Gelände mit erstaunlicher Geschicklichkeit. Sogar 40 cm große Gesteinsbrocken überfuhren wir mit einem erheblich hüpfenden Quad, was unsere Fähigkeiten und den Nervenkitzel der Fahrt unterstreicht.
Es war ein unvergessliches Abenteuer, voller Spaß und Herausforderungen, obwohl wir nicht zum Kraterrand des Ätnas gelangen konnten, wie erhofft. Die Erfahrung, das unwegsame Gelände mit dem Quad zu meistern, bleibt einzigartig in unserer Erinnerung. Die schwarze Linie ist vor 20 Jahren runtergekommen und das ist hier sehr gefährlich für Katalanier unten. Krater gibt es hier am Ätna. Da oben sind 4 große und der da hat sich da gespalten. Das war jetzt im, wann war es? 2000, when was this? 21 February. Now in February? Yes, okay. Diesen Februar hat der sich da oben gespalten und geöffnet. Wahnsinn. Unglaublich. Das ist, thank you. Das ist ein Stück Lava aus dem Krater des Ätna da oben. Ja, oben vom 21. Februar diesen Jahres. Da ist dieses Stück Lava, damals war das noch glühend und so, bis hierhin geschleudert worden. Ah, liegt jetzt hier. Und der Ätna da oben, der ist immer am Rauchen. Das ist jetzt nicht gefährlich, aber er raucht immer. This night we sleep here, okay? That's good. The air conditioner is natural. Yes. Some candles and then it's okay. Cette nuit, on va dormir ici, ok? Parce que là, vous voyez, c'est l'air conditionné naturel. C'est super bon. Oh, ouais. C'est bien ça. Schön cool. Ouais. C'est l'air conditionné. Vous voulez que je tire la lampe? Je tire la lampe, lampe, lampe. Ah, yes, yes, one moment. Ah, mais quelque chose à moi, quelque chose à chine de lui. Oui. Aber hier kannst du anfassen. Ja, und wie lang ist. Sound metallic. Yes. Yes. Ah. Sound metallic. Yes. Nice. Yeah. Gas. Lava and gas inside. Aha. Aha. Interesting. Yeah, very interesting. Wahnsinn, wie Korallen unter Wasser füllen sie sich an. Nur ein bisschen schärfer. Du und deine Cola. Ja. Hoppala. Mega Spaß gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass man mit diesen Squads über derart tiefe, hohe Steine fahren kann. Geröll, also wirklich 30 cm dicke Steine einfach drüber fahren. Oder Abgründe oder Löcher oder was auch immer. Das war schon richtig, richtig toll. Und ja, war ein schönes Erlebnis. Und jetzt geht es weiter auf der anderen Seite vom Ätna runter nach Taormina, wo wir heute übernachten wollen und auch uns diesen wunderschönen Ort angucken wollen. Die Fahrt vom Ätna nach Taormina ist geprägt von einer entspannten Stimmung und der Vorfreude auf das malerische Küstenstädtchen. Die Route führt durch eine abwechslungsreiche Landschaft mit üppigen Wäldern und fruchtbaren Hängen. Nach dem Erlebnis auf dem Ätna lassen wir unsere Gedanken noch einmal Revue passieren, während sich die Schönheit Siziliens vor uns entfaltet. Dann erreichen wir Taormina, ein Juwel an der sizilianischen Küste, umgeben von kristallklarem Meer und dramatischen Bergen. Dieses historische Städtchen verzaubert mit engen Gassen, prächtigen Bauten und einer unvergleichlichen Aussicht auf das Ionische Meer. Taormina, eine Herausforderung, einen Parkplatz zu finden. Es gibt Parkhäuser, aber irgendwie eine Unterkunft zu finden mit Parkplatz ist quasi nicht unmöglich, aber für uns, fürs Auto, zu risikoreich. Wir haben jetzt hier nur geparkt, wir gucken uns jetzt den Ort an, werden hier wahrscheinlich was essen oder auch nicht, wir werden sehen. Der Ort ist traumhaft, was wir schon gesehen haben, und das schauen wir jetzt mal.
Taormina, ein Juwel Siziliens, vereint Geschichte, Kultur und natürliche Schönheit in einer Weise, die Besucher aus aller Welt anzieht. Einst von Griechen besetzt, die von seiner Schönheit angezogen wurden, hat Taormina mehr als 2500 Jahre lang verschiedenste Herrscher erlebt. Heute ist die Stadt bekannt für ihr antikes griechisch-römisches Theater, das nicht nur architektonisch beeindruckend ist, sondern auch eine atemberaubende Aussicht auf den Ätna und das Ionische Meer bietet. Cruising durch Taormina. Sehr schön, sehr urig, touristisch, auch sehr teuer wohl, was Lokale und überhaupt alles betrifft. Aber ist sehr schön hier. Da warten Sie, dass mein Schatz über den roten Teppich ankommt. Zu den Höhepunkten des Taormina Filmfestivals gehören die spektakulären Freiluftvorführungen, bei denen Filme unter dem Sternenhimmel auf einer riesigen Leinwand gezeigt werden, sowie die glamourösen roten Teppiche, die mit Stars besetzt sind. Darüber hinaus ehrt das Festival mit verschiedenen Wettbewerbskategorien herausragende Leistungen in der Filmkunst und bietet Workshops sowie Meisterklassen, die von Branchenexperten geleitet werden. Taormina bietet also eine perfekte Mischung aus Erholung, Kultur und Geschichte, eingebettet in eine spektakuläre Landschaft, die jeden Besucher in ihren Bann zieht. Oh, das riecht hier gut in diesem Ort, weil irgendwie haben die Schornsteine, die Kamine an und das riecht total lecker, so nach frischen, schönen, leckeren Kaminen. Für Feinschmecker bietet Taormina einzigartige kulinarische Erlebnisse mit lokalen Delikatessen wie Cannoli, Pasta alla Norma und hervorragenden Weinen aus der Region. Der Corso Umberto, Taorminas Hauptstraße, ist das Herzstück der Stadt, gesäumt von Boutiquen, Cafés und Restaurants. Ideal für einen Spaziergang durch die lebendige Atmosphäre der Stadt. Das Sternchen ist wieder da. Noch bevor es dunkel wird, suchen wir uns eines der einladenden Restaurants in Taormina aus, um uns mit typisch sizilianischen Köstlichkeiten zu stärken. Nach dem Essen schlendern wir durch die beleuchteten Gassen Taorminas, wo das historische Zentrum in ein magisches Licht getaucht ist. Die charmanten Cafés und Bars laden ein, den Tag bei einem Glas lokalen Weins oder einem Cannoli, dem berühmten sizilianischen Gebäck, ausklingen zu lassen. Die nächtliche Atmosphäre in Taormina, verstärkt durch die sanfte Meeresbrise und den Blick auf das funkelnde Meer, bietet den perfekten Rahmen, um die Erlebnisse des Tages Revue passieren zu lassen und die einzigartige Schönheit Siziliens in vollen Zügen zu genießen. Ist das traumhaft, hier lang zu fahren? So schön warm die Luft und dann so, oh, der Ort ist wunderschön, unglaublich.
Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne kostenlos diesen Kanal, um ihn zu unterstützen und keine weiteren Videos mehr zu verpassen.